Krutsteine unde Wort, dü hand an Kräften großen Hort. Heißt es beim mittelalterlichen Dichter Freidank oder Friedank, der im 13. Jahrhundert zahlreiche Sprüche und Volksweisheiten aufgesammelt und niedergeschrieben hat, also zu einer Zeit, von der wir wissen, dass sehr viele Dinge aufgezeichnet wurden, die noch aus der alten germanischen Zeit stammen. Zum Beispiel im 13. Jahrhundert wurde das Nibelungenlied aufgezeichnet, das nachweislich bis in die Völkerwanderungszeit zurückreicht, vielleicht noch weiter. Oder es wurden natürlich die nordischen Eddas aufgezeichnet, die heute als wichtigste Quelle zur germanischen Mythologie gelten und immerhin von der Entstehung der Welt und der Geburt der Götter und der Schaffung der Menschen berichten, also höchstwahrscheinlich sehr, sehr alt sind. Und Friedank oder Freidank hat also nun aufgezeichnet oder gesagt und geschrieben: Kraut, Steine und Wort, die haben an Kräften großen Hort, also großen Besitz, oder diese Dinge bergen einen Schatz. Hort ist eigentlich der Schatz. Also Kraut, Steine und Worte bergen einen kraftvollen Schatz. Und im Grunde, so deute ich das, kann man aus diesem einen kleinen Spruch schon fast eine Definition der alten Volksmedizin herausziehen oder eine kleine Überschau dessen, was in der alten Volksmedizin vielleicht nicht ausschließlich, aber auch eine große Rolle gespielt hat. Nämlich Kräuter, Krut. Also Kräuter, das ist fast kein geheimes Wissen mehr, spielen natürlich seit Tausenden von Jahren eine, vielleicht die zentrale Rolle in der Heilkunde, in der Menschheitsgeschichte überhaupt, und wurden immer verwendet. Also es gibt fast kein Kraut und Kräutlein, das nicht für irgendein Wehwehchen oder Gebrechen seine Wirkung tut. Und noch heute wird ja, selbst in der modernen Schulmedizin, werden Kräuter selbstverständlich verwendet. Man denke an den Fingerhut in der Kardiologie oder die Weidenrinde in der Schmerztherapie oder Penicillin ist ein Pilz, aber der als Antibiotika verwendet wird, ohne den wir natürlich irgendwie vielleicht ein bisschen aufgeschmissen wären. Also Kräuter oder Pflanzen oder auch Pilze werden in der Medizin seit jeher natürlich verwendet. Zweitens heißt es Steine. Steine werden heute wahrscheinlich nicht mehr so häufig verwendet in der Medizin, in der traditionellen Heilkunde immer noch. Verschiedene Heilsteine, Edelsteine. Und zu allen möglichen Zwecken findet man da irgendwas. Aber man muss vielleicht auch gar nicht an die kleinen Steinchen denken. Man kann auch an die großen Steine denken. Altgriechisch Megalithoi, Megalithos, große Steine, also Menhire oder Hügelgräber. Von denen geht bestimmt eine Kraft aus oder eine, naja, Anziehungskraft auf den Altertumskundler auf jeden Fall. Und als drittes listet Freidank also das Wort auf oder Worte. Und damit ist gemeint, dass bestimmte, naja, Worte, Sätze, Redewendungen, Sprüche und dergleichen eine bestimmte Kraft, nämlich eine magische Kraft haben, die dazu fähig ist, Einfluss zu nehmen auf die Wirklichkeit und mitunter auch zu heilen. Also was soll das für eine Kraft sein, die in Worten steckt?
Nun ja, da muss man als wahrscheinlich einfach nur mal die großen Dichter, Denker befragen, was die dazu sagen. Ich möchte an dieser Stelle erinnern an Joseph von Eichendorff, den großen romantischen Dichter, Denker. Joseph von Eichendorff, der in seinem wunderbaren Gedicht Wünschelrute geschrieben hat: Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Also, da heißt es, dass in allen Dingen ein verstecktes Leben schläft oder sich verbirgt, eine Kraft drin steckt und schlummert, die man aber erwecken kann, wenn man nur das rechte Zauberwort kennt. Dann nämlich hebt die Welt an zu singen und dann erscheint die Welt auf einmal mit Hilfe dieses Zauberwortes auf eine ungeahnte Weise in einem neuen Blick, in einen neuen Schleier getaucht, der wunderbar ist, der magisch ist. All das, die verborgene Weisheit in den Dingen an sich zu erkennen und aufzuwecken, magisch zu beleben, all das vermag das Zauberwort. Das Wort hat magische Kräfte.